Eine neue Generation des Mercedes SL lässt sich Zeit. Jedes Mal vergehen über 10 Jahre, bevor ein frisches Modell auf den Asphalt darf. Jetzt ist wieder so ein seltener Moment gekommen. Die Neuauflage des SL ist da. Beim Top Roadster der Stuttgarter haben die Ingenieure das Kürzel SL ernst genommen. Es steht seit jeher für Sport leicht und wird diesmal mit viel Aluminium und dem noch leichteren Magnesium umgesetzt. Durch die Verwendung der Leichtmetalle geht das Gewicht des neuen SL um 140 Kilogramm runter. Und das, obwohl der offene Sportler größer wird. Mit 4,61 Meter ist er 5 cm länger als bisher. Seine Breite wächst um 6 cm auf 1,88 Meter. Dies soll vor allen Dingen das Platzangebot in der Kabine verbessern. Der SL 350 kommt auf ein Gesamtgewicht von 1.685 Kilogramm. Der SL 500 bringt 100 Kilogramm mehr auf die Waage. Das im Kofferraum versenkbare Klappdach des SL ist mit einem Magnesiumrahmen ausgerüstet. Darin sitzt entweder lackiertes Blech, Glas oder das bereits vom SLK bekannte System namens Magic Sky Control, bei dem sich die Dachtransparenz per Knopfdruck ändern lässt. Das elektrische Öffnen und Schließen des Dachs soll in jeweils 20 Sekunden erledigt sein. Eine technische Neuerung sind die in die Wischerblätter integrierten Scheibenwischdüsen. Mercedes nennt diese Technik hochtrabend Magic Vision Control. Eine Bezeichnung, die bestens geeignet ist, Heiterkeit auszulösen. Als zweite Neuerung steht ein sogenanntes Frontbass-System zur Verfügung. Hier dienen die Hohlräume im Längsträger als Resonanzraum für die Basswiedergabe und der Fußraum wird zum Schalltrichter. Außerdem gibt es jede Menge neuer Assistenten. So lässt sich der Kofferraum per Fußbewegung öffnen und schließen und ein Parkassistent erkennt passende Lücken, um den SL dann automatisch auf den Stellplatz zu zirkeln. Zum Auslieferungsstart am 31. März 2012 stehen zwei Motorisierungen zur Verfügung. Der SL 350 bekommt einen 3,5 Liter V6 mit 306 PS. Damit geht's in 5,9 Sekunden auf Tempo 100. Der Verbrauch soll bei 6,8 Liter pro 100 Kilometer liegen. Im SL 500 arbeitet ein V8 mit 4,7 Liter Hubraum. 435 PS sind hierfür ein Sprintwert von 4,6 Sekunden gut. Der Verbrauch geht laut Hersteller gegenüber dem Vorgängermodell um 22% runter. Serienmäßig sind bei beiden Modellen eine 7-Gang-Automatik, ein Start-Stopp-System und eine halbautomatische Dämpferverstellung an Bord. Die gute, Bodenunebenheiten weitestgehend ausgleichende Active Body Control ist gegen Aufpreis verfügbar, macht den Wagen aber wieder deutlich schwerer. Der neue SL ist ab sofort bestellbar. Für den SL 350 verlangt Mercedes 93.534 Euro, beim SL 500 117.096 Euro.